Kürzlich habe ich die SIN 104 SD SA ABE vorgestellt in unterschiedlichen Lichtsituationen. Ich habe sie euch aber nicht an unterschiedlichen Bändern gezeigt. Das möchte ich jetzt nachholen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, heute soll es um die SIN 104 ST SA ABE gehen an unterschiedlichsten Bändern und dabei kann ich euch auch mein neues Spielzeug vorstellen, ein Drehteller, um Uhren etwas anders präsentieren zu können. Lasst mir doch einen Kommentar da, ob ihr das gut findet, ob ihr das öfter sehen möchtet und ob es euch Spaß macht, die Uhren so präsentiert zu bekommen. Falls noch nicht getan, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, aktiviert die Glocke und verpasst keines meiner zukünftigen Videos mehr. Jetzt aber ohne weiteres Drumherum-Gerede, ab zur Bandpräsentation. Viel Spaß dabei! Ja, das ist die SIN 104 STSA ABE an dem braunen Morellato Natural Wood Band. Das Band ist innen aus Leder und hat außen tatsächlich eine Holzschicht. Das Holz sind kleine Quadrate, die in Kautschuk gesetzt sind. Das Band trägt sich angenehm weich und ist überhaupt nicht sperrig. Leider ist es natürlich nicht 100% wasserfest. Dieses Band ist von Crown & Buckle. Das Modell nennt sich Anchorage. Ich finde das leicht metallisch schimmernde, blaue, abgesetzte Nahtgewebe passt hervorragend zu dem blau schimmernden Ziffernblatt der Uhr. Ich könnte mir vorstellen, dass das dauerhaft eine meiner bevorzugten Kombinationen an dieser Uhr ist. Hier seht ihr ein blaues Canvasband von Miros Time. Anders als die SIN Canvasbänder ist dieses Band nicht innen mit Leder unterfüttert und somit voll wassertauglich. Die Uhr kann also im Urlaub auch mal ein bisschen Wasser vertragen, sei es im Pool, im Meer oder aber zu Hause unter der Dusche. In einigen Foren kam die Frage hoch, wie diese Uhr wohl an dem braunen Vintage-Lederband von SIN mit der weißen Kontrastnaht aussieht. Ich habe es einmal montiert und ich glaube, man kann es so tragen, aber nach meinem persönlichen Geschmack ist das nicht meine bevorzugte Kombination. Und wie ihr alle wisst, bin ich ein Freund von den Eulit-Bändern mit dem Schwimmbadbändchen-Charme. Hier finde ich, dass die Farbkombination hervorragend passt und der Uhr etwas Leichtes, Sommerliches verleiht und durch das Eulit-Gewebe ist die Uhr natürlich auch sehr gut geeignet jetzt für Wasser- und Schwimmaktivitäten. Hier seht ihr ein Hirsch Performance-Band in Weiß mit einer schwarzen Kautschukeinlage. Ich finde, die Farbkombination Blau und Weiß passt natürlich immer, auch wenn ich wahrscheinlich nicht mutig genug bin, um dieses Band und diese Kombination über einen längeren Zeitraum hinweg zu tragen. Das ist das Original Canvasband von SIN. Wie ihr natürlich erkennen könnt, hat das Band einige Spuren des Tragens, die Kanten fransen etwas aus. Ich persönlich finde, das muss für einen Canvasband so sein. Ich mag das sehr. Das Band als solches habe ich schon gezeigt. Das sandgefarbene passt gut zu den Markern und den Händen. Im Gegensatz dazu hier ist das brandneue graue Canvasleder von SIN. Ihr seht, die Kanten sind noch nicht ausgefranst. Ich hoffe, dass das aber über die Zeit passieren wird, damit es so aussieht, wie meiner Meinung nach ein Canvas aussehen sollte. Die nächsten beiden Bänder sind etwas speziell. Das ist so der Händler, an den ich mich nicht erinnern kann. Ich weiß nicht, wie die Bänder heißen, ich weiß nicht, wo ich sie gekauft habe, aber ab und zu krame ich sie mal raus und mache sie an die Uhren dran, obwohl ich nicht der ganz große NATO-Fan bin. Ab und zu macht es mir einfach Spaß, etwas Außergewöhnliches an meine Uhren zu montieren. Das hier ist so eine Art Wasserkamouflage. Auch hier finde ich, es passt hervorragend zu der blauen Uhr. Dieses Band, das Totenkopfband, ist etwas, was ich hin und wieder mal gerne auf einer Party anziehe oder wenn ich auf ein Bier rausgehe. Es ist natürlich nichts für den Anzug,
für formelle Angelegenheiten und formelle Anlässe. Aber ab und an, finde ich, passt auch das sehr gut. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt und viel Spaß bei meinen nächsten Videos. Bis dahin, euer Watchmaxe.